Unser Konzept hebt sich von anderen Schulen ab. Wir haben vor 7 Jahren hier angefangen, vieles umzustellen. Wir haben gemerkt, dass Schüler viel, viel besser lernen und viel sinnvoller lernen, wenn sie selbstorganisiert lernen, wenn sie ihren Alltag mitbestimmen können, wenn sie projektbezogener lernen. Das macht einfach mehr Sinn. Und zwar haben wir bestimmte Unterrichtsformen wie freies Lernen und Projektlernen, in denen die Schüler eigene Beiträge und vor allen Dingen auch eigene Produkte, also ein ganz starker praktischer Faktor, mit in den Unterricht und ins Unterrichtsgeschehen mit einbringen können. Die Schüler sollen vor allem lernen, also im Team zu arbeiten, sich gemeinsam auszutauschen, sich richtig tief in ein Thema hineinzuarbeiten, sich unterschiedliche Materialien zu organisieren und vor allem dann ihr Wissen auch dann später zu präsentieren. Das, was unsere Schülerfirma auszeichnet, ist natürlich, dass wir sehr, sehr jungen Menschen schon viel Verantwortung geben. Also wir bieten ihnen die Möglichkeit, bei uns Aufgaben zu übernehmen, die sie später im Beruf, bei Ausbildungsbetrieben oder auch die ihren Fertigkeiten entsprechen, dass sie diese schon angehen können und ausführen können. Ich bin der Meinung, dass man Mitglied unserer Schülerfirma sein sollte, weil wir alle zusammen als Team arbeiten und alle uns untereinander alle sehr gut miteinander verstehen. Und wenn man jemand Hilfe braucht, dann ist immer einer da, der einem hilft. Ja, und man wird halt teamfähiger dadurch und so. Und man hat halt ganz viel Kontakt mit anderen Schülern und so. Meine Aufgaben sind im Bio-Lädchen morgens hierher zu kommen und die Brötchen zu spielen. Oder manchmal verkaufen wir auch einfach. Bei uns haben Schüler die Möglichkeit auszuwählen, ob sie lieber kochen wollen, lieber nähen wollen oder lieber in den technischen Bereich gehen wollen. Und im Sport dürfen Schüler bei uns auch auswählen, welchen Kurs sie besuchen. Damit werden wir den Talenten der Schüler viel, viel mehr gerecht, als wenn sie einfach stupide im Unterricht sitzen und der Lehrer vorne steht und ihnen vorgibt, was sie sagen müssen. Ich verstehe mich mit den Lehrern gut. Ich habe ja auch einen Kumpel, der wertet mich auf und dementsprechend habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich hierher komme. Ja, also ich finde auch, dass die Lehrer auch sehr sympathisch sind, also vor allem hier auf der Schule. Also dass man halt mit denen, sag ich mal, besser reden kann, so also menschlicher wirken als auf dem Gymnasium. Und dadurch fühle ich mich hier auch sehr wohl. Ich glaube, das, was diese Schule am meisten auszeichnet, ist, dass es hier keinen Stillstand gibt. Und das entspricht total meiner Arbeitseinstellung. Wenn wir merken, es gibt Probleme, dann sehen wir das nicht als sonst wie schlimm an, sondern wir versuchen, das als Chance zu begreifen. Und dann finden wir kreative Ideen, um das zu verbessern. Immer zum Wohle des Schülers. Richtig stolz bin ich darauf, dass die Kollegen so viel Vertrauen in unsere Arbeit hier haben, dass sie dem vertrauen, was wir uns ausdenken und dass sie diese ganzen Ideen mittragen. Denn alleine kann man das nicht schaffen. Man braucht dazu ein Team und das Lessing-Team ist ein tolles Team.